Hi, hallo und herzlich willkommen zu meiner Mittwochsminute. Heute erst aufgenommen am Dienstagabend, weil wir hatten einen wundervollen Tag. Wir waren am See, am Weiher und wir waren jetzt indisch essen. Es war richtig cool, aber all das erfahrt ihr tatsächlich in meinem Vlog zu Billy Summers von Stephen King. Den nehme ich nämlich momentan auf. Ich lese nämlich gerade Billy Summers und werde euch da wieder einen Vlog zur Verfügung stellen. Und ihr könnt euch schon mal freuen, weil da wird dieser Tag heute auf jeden Fall auch sehr gut zur Geltung kommen. Aber jetzt, wie ihr im Titel schon gelesen habt, heißt es ja Rache des Pick My Sub. Und es war dieses Pick My Sub mit der Sarah Sophie. Und heute versuche ich euch praktisch einen Überblick zu geben, weil mir ist aufgefallen letztes Mal bei meinem letzten Lesemonat. Ich habe das total verballert. Ich war sehr müde bei meinem letzten Lesemonat. Ich blende euch das nochmal oben ein. Schaut euch das nochmal an. Da könnt ihr mich nochmal so richtig müde und erschöpft erleben. Da dachte ich mir, die Rache des Pick My Sub. Ich gebe euch eine kleine Übersicht. Schauen wir uns das Ganze mal in einer Minute. Okay, eine Minute ab sofort. Und zwar hat mir die Sarah Sophie bei der Pick My Sub Aktion als erstes das Buch Der große Sommer von Ewald Ahrens auf den Sub gepackt. Habe ich gehört. Habe ich richtig geil gefunden, habe ich richtig gefeiert. Ewald Ahrens mit der Streuobstwiese habe ich vorher sehr abgelehnt. Finde ich jetzt inzwischen lesenswert. Also, yes. Dann hat es draufgepackt, Sakrileg von Dan Brown habe ich gehört. Aber da habe ich das Problem, dass ich die Filme eigentlich geiler finde, als die Hörbücher zumindest. Als drittes hatte ich auf dem Pick My Sub die Geschichte der Baltimores vom Joel Dicker. Habe ich nicht gelesen, bin ich nicht dazu gekommen, habe eine Spendengala zu organisieren gehabt. I'm sorry. Und als viertes war drauf vom Jay Christoph der Anfang von der Lotus-Krieg-Reihe, Storm Dancer. Habe ich angefangen, habe die ersten 200 Seiten gelesen, bin aber nicht fertig geworden, finde es aber cool und ich bin und bleibe auf jeden Fall dran und lasse euch wissen, wie es mir gefallen hat. 2 von 4, nicht schlecht. Und jetzt war es das schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal. Ciao.